Kosari Blue Vibe, der ist gar nicht mal so weit von Kensoom entfernt, denn auch hier hast du maritime Noten und Leder dabei. Gerade letzteres ist bei vielen Trossardi-Düften ja schon ein Markenzeichen. Dass dieser Duft vom Markt nicht so honoriert wird, ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, denn er ist schon was ganz Besonderes. Blue Vibe ist zwar ein typischer Designer-Duschgel-Duft, jedoch nur in der Kopfnote. Sehr schnell mischen sich nämlich holzige Noten hinzu, die Würze kommt mehr zum Vorschein und vor allem die traumhafte sowie belebende Rumnote, die gewinnt deutlich an Präsenz. Dass Würze, Holz und Frische in solch einer Intensität koexistieren, das macht den Duft so stark, besonders in dieser Preisklasse, wie ich finde. Im Designersegment findet man wenig Vergleichbares und das Wässerchen ist ein wahres Kompliment im Monster. Na, guck dir gern meine Favoriten und auch die Selektion auf unserer Webseite an, mach den Daumen für das Video hoch und lass es mich wissen, welchen Duft du vielleicht hinzufügen würdest. Danke fürs Zusehen, ciao, ciao.